Einen schönen guten Morgen. Jetzt schauen wir mal, was da los ist, oder? Genau. Und schau ich. Ja. Mein liebster Schatz, da bist du nur. Sofort regiert Humor und Narretei. Wir Riedler übernehmen ab heute die Macht und hoffen, dass ihr alle närrisch und humorvoll mitmacht. Oh du Eugen. Starten wir mit einem Hoch auf die närrische Zeit. Ich begrüße euch alle ganz herzlich und noch dazu ein paar spezielle Leute. Schon 40 Jahre, ich bin Empfang des Wortergreif. Manchmal locker, das andere Mal steif. Früher als Zeremonius, 31 Mal als Präsident. Hinter meinen Worten steht Gewicht und die Bedeutung jeder kennt. Na, zu Ordnung. Mit einem immer nur heiße ich euch, ihr Narren, von der Jugend bis ins Alter, närrisch und herzlich willkommen, euer Riebelpresse Walter. Bundesratspräsidenten da und gebührend haben wir seine momentane Hymne gespielt. Herr Bundesratspräsident, war das treffend. Danke. Faccio, faccio! Ich muss es euch noch einmal sagen, auch wenn wir es schon lange wissen. Der angekündigte Weltuntergang am 21.12.2012 hat nicht stattgefunden. Auch nicht im Flachstanz. Auch wenn es manche noch immer glauben. Diese unverbesserlichen, sich selbst quälenden Kaffeesudleder. Faccio, faccio! Faccio! Brauchen wir sie? Ja. Möchte natürlich, wenn ich das Gesinde sehe und in den Saal blicke, dann sieht jeder, wie es dem normalen Häuptling geht. Jeder schmückt sich mit einer Feder, der von Sonnenheim mit den größten, am meisten roten Produkte oben ist aber ein blauer. Die Berechnungen für den Weltuntergang waren falsch. Ja, der Maya-Kalender wurde mit unserem gregorianischen, katholischen Kalender falsch synchronisiert. Und daher findet der Weltuntergang frühestens 2116 statt. Ja, dann haben wir noch etwas Zeit.
Und daher sei Ihnen eine alte Frast auf Edner Schnapsbrennerregel ins Hirn gemeißelt, die das heißt, Herr Ökonomierat, bitte zuhorchen, nicht jeder Bauer ist ein Landwirt. Ich nehme an, es gibt auch solche, die in der Agrarwirtschaft unkundig sind, wie der Herr Pfarrer. Und daher für ihn bis speziell, damit er auch als Bregenzer unsere Oberländer Fraschener Sprache ein bisschen lernt. Nach 30 Jahren ist es ja gut, da kann man sagen, Repetitio mater studiorum est. Aber ich will was anderes sagen, damit er diese Redensart, nicht jeder Bauer ist ein Landwirt, richtig versteht, nicht jeder Lutifurz hat einen Inhalt. Faccio, faccio! Mein liebes Narrenvolk, in diesen schicksalhaften Tagen muss man sich immer wieder fragen, was müssen wir Österreicher, was müssen wir Österreicher noch alles ertragen? Der selbsternannten Götter. Ja, wir leben noch. Land der unendlich klugen Medienspötter. Hurra, wir leben noch. Land der 80-jährigen kanadischen Visionäre. Land der bestbezahlten Funktionäre. Land der ahnungslosen Berater. Land der Karawanken Hypoverbrater. Land der untätigsten Lobbyisten. Land der stets gefühlten Eurokiste. Land der unschuldigsten Salzburger Rechenschieber. Land im höchsten Beratungsfieber. Land der nichtsahnendsten Spekulanten. Land der klügsten Testamentsdichter. Land der ärmsten armen Seelenlichter. Land der kreativsten Sozialempfänger. Land der geduldigsten Steuerzahler. Faccio, faccio! Halleluja! O du unser allerbestes Österreich, mein lieber Bundesratspräsident, sorge für uns. Und wir singen für dich das österreichische Berghalleluja. Beschluss meinerseits, in der Gemeindevertretung sind derzeit keine einstimmigen Beschlüsse möglich, mit einem einstimmigen Beschluss meinerseits
nehme ich nun als letzte Amtshandlung folgende Ernennungen und Beglaubigungen vor. Der Tarif Rastatz und dem amtsbekannten Seelentröster, Vatikankritiker und Pfarrer in eigener Sache, Ehrenbürger Dr. Dr. Herbert Spüler, wird auf Antrag des Kirchenchors das Patent zur Durchführung der weltweit ersten Faschingsprozession mit Himmel gewährt. Pancho, Pancho! Der Schiller Dr. Horror Busch wird aufgrund seiner Vitalität als Schiller zum Prototypen der Leibgarde des hier ansässigen Landeshauptmann Markus Wallner ernannt. Faccio, faccio! Die alemannische Redensart. Sie hält nur Holz vor der Hütte, hat keine sexistische Bedeutung. Sie zeigt vielmehr die Anerkennung für einen florierenden Brennstoffhandel. Faccio, faccio! Dem Scheller, Gerhard Mock, im Schellermund Schaber, wird von den Interessensvertretung der Taxifahrer das Verdienstkreuz zum glatzerten Reifen zuerkannt. Begründung: Schaber fuhr mit dem Zug von Fächer nach Ludesch, wo er wohnt. Im Zug schlief er ein, wacht im Bludens auf. Fuhr mit dem nächsten Zug nach Ludesch und wacht im Fächer auf. Damit er sicher nach Ludesch kommt, bestellt er ein Taxi und bezahlt die 50 Euro. Pancho, Pancho! O all ihr Heiligen, heiliger St. Florian, heiliger Bruno, heiliger Zölestin, o ihr Beschützer der Narren, der armen Seelenlichter, der dahindämmernden, stärkt sie in ihren Tun, lasst sie in ihren Taten ihr Lahmen und führet sie mit ihrer Hand durch die Tage der Wand. Faccio, faccio! Und so reiche ich an diesem Freudentag den Burggrafen Franz, dem Herzlichen, den Schlüssel. Lieber Franz, nimm ihn diesen Schlüssel und trage ihn am echten Herzen. Schau auf ihn, handle weise und sei sehr lieb zu den echten Narren. Die anderen aber, lass sie in ihrer Unvernunft baden. Sie wissen eh nicht, was sie tun. Faccio, faccio! Faccio! Ich wiederum... Ja, komm mal führen, kann ich dann mal lesen. Zeig, ich bin schon im Urlaub und der Lappen kommt nicht führen. Lieber Franz, nimm ihn diesen Schlüssel, er passt eh besser zu deinem Rüssel. Ihr Zünfter samt eurem Burgschaft könnt an euren Fingern lutschen und mir bis zum Aschermittwoch den Buckel hinunterrutschen. Faccio, faccio! Liebe Gäste, mittlerweile eingetroffen aus dem Bezirk Bregenz, der neue VVF-Landespräsident, der Michel Stockhäuser, herzlich willkommen im Fraßstanz. Darf ich gleich Führer bitten zu uns? Ja, gern. Begeisternden Applaus, meine Damen und Herren. Hey! Immer noch.
Ja, ist eigentlich fein mit dem Schlüssel in der Hand. Da kann der Eugen noch so gut reimen. Ich war mir schon seit Tagen sicher im Geheimen. War froh gemut und sah die klaren Zeichen, dass Eugen sich wird auch dieses Jahr gleich schleichen. Jetzt mit diesem Schlüssel in der Hand regiere ich auch der schönste Ort im Land. Nach so viel Bürgermeister 14 gilt's nun für mich ganz schnell die Red zu kürzen. Es hat ganz sicher nur Gutes zu bedeuten, wenn Frastanz regiert wird nun von Rothäuten. Stellvertretend für alle Narada tue ich mein Lieblingsgraf Hochleverlo. Der Feldkehr später Bürger sind ja ganz feine Leute. Ja. Darum freuen wir uns über eure Anwesenheit auch heute. Graf Rudolf VIII. Alias Lothar Galan hat seine Gefolgschaft meist im Zaun. Insider sagen gern zu ihm Graf Bleble, weil er festet, redt und lacht ganz ohne Mäpple. Oder liegt er dem, wo ihm gibt so viel Kraft? Es ist nämlich Frastanzer, der weltbeste Gerstensaft. Zum Wohl, Wienand! Später, später! Später, später! Später, später! Schneck, schneck! Schneck, schneck! Schneck, schneck! Einmal Lüger, Federgatte! Einmal Lüger, Bodenwald! Einmal Lüger, Sonnenheim! Fällt euch hin, kein Reim! Gesegnet Burggraf Franz der Herzliche, edler Herr von Schiene und Reisen, Hüter und Pfleger aller Genüsse, roter Baron von Letze und Tunnel, Hens frei miteinander, nicht Glas in die Hand. Zum Wohl! Das war's! Musikverein Frastanz. Und Dani Staudacher vom Faschingskomitee in Frastanz. Der Jürgen und der Fabian von der Schneckerhüsel. Dabei führen Post und Polizei. Grüßer Presse, Walter Lisch, wirklich großer Postfinish, weil er hat der Päckle gekriegt. Denkt er sicher so ein Schatz, wieso liegt es nur zu das? Dachvermühle mag mich nicht. Bist du in der Schlangenstadt, musst du nur zum Postamt kommen. Wirkst du in der Schlangenstadt, bist du in der Schlangenstadt, musst du nur zum Postamt kommen. Wirkst du in der Schlangenstadt. Wir stehen alle am Bahnhof dumm, schauen blöd und nirgend dumm, stand euch vor dem Kreisverkehr. In der gelbe Wäsche Art, Autofahrer sind dann aber, es will ein Fraschner Bürger mehr. Ja, wir sind mit Radar da, ja, wir sind mit Radar da, wir sind mit Radar da. Ist das nun das VfF-Präsidium bitten, ihres Amtes zu walten und dich, Bruder Wilfried, dein starkes Genick für den schweren Orden herzuhalten? Edot Markus. Auch bei Bruder Markus hat es sich ergeben, dass er seit 1994
nicht mehr kann ohne Riedel leben. Nach seiner Schnupperlehre wurde er 1996 zum Knappen geschlagen. Heute tut er schon den verdienten Titel Herzog tragen. Den Silberorden des VfF hat er verdient für wahr. Der Kindernachmittag im Haus der Begegnung war Ihre Idee. Die jahrelange Ausführung mit Freunden ein erreichtes Ziel. Liebe Ilse, liebe Lothar, ich darf an euch und alle eure närrischen Co. das Riebelhaus, Riebel-Nannhaus 2013 übergeben mit Applaus und großem Hallo. Seinen Besuch recht närrisch und herzlich bedanken auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit VfF, NRZ und Presse Michael Stockglaser. Immer nur! Bitte schön! Meinen Riebler, die mit mir ziehen, den Narrenkarren. Für die restliche Fastnachtzeit und vor allem heute wünsche ich euch alles Gute, ihr Narrenleute. Euch gilt unsere sinnvolle Spur, immer nur, immer nur, immer nur. Danke. Thank you.